Ja, grüß dich miteinander. Mein Name ist Franz Beckenbauer und ich bin vom Beruf Moderator. Und ja, heute geht's wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Tod im Tageslicht. Oh, dann gucken wir mal, ob wir ein paar Add-ons. Was? Blutstörungsmittel, sehr selten. Erste Hilfe, Camping-Set Add-on. Verringert die Einheiten um 25%. What? Ja. Nee, Spaß beiseite. Mein Name ist Sympathos. Der nette, sympathische Kollege von nebenan. Und ja, jetzt geht's weiter mit Dead by Daylight. Ja. Und gerade halt noch eine Runde mit Lilly gespielt. War sehr unterhaltsam. Ja. Ah gut. Kann ich verstehen, wenn man das erste Mal spielt, so viele Einstellungsmöglichkeiten und man weiß noch nicht, wie man sich bewegen muss. Das kommt alles mit der Zeit. Ja. Da bin ich ja richtig mal gespannt, ne. Und ich bin aktuell mit Mac Thomas unterwegs. Ne? Wir gucken mal, was wir so reißen können. Und ich hoffe mal nicht, dass es Freddy Krueger ist oder der komische Schwein von Saw. Weil darauf halt mal ja los. Weil die sind echt ekelhaft. Kuchen der Flucht. Blutpunkte in allen Kategorien. Betrifft nur den. Oh Gott. Besitzer. Was auf jeden Fall noch anzumerken ist, das Spiel gibt es jetzt wie lange? Über 2,5 Jahre? Und ja, was soll ich sagen? Das dauert echt lange, wenn du mit Freunden online spielen willst. Na, fehlen drei Männekicken noch? Dauert das Laden echt lange. Echt lange. Jetzt weiß ich auch, warum sich Gronkh damals so viel recht hat. Der war ja damals schon so. Oh, es geht los, meine Damen und Herren. Das Flüchten hat begonnen. Dann werden wir mal vor Merkel flüchten. Ha! Okay. Das ist ein Generator. Alter, diese Scheiß. Ja, ich hab's eilig, ich muss auf Klo, also lass mich hier durch. Hallo, Generator. Oh Gott. Nein, das ist wieder der komische Doktor, ey. Das ist auch so ein Assi, den ich übertrieben hasse. Ja. Aber ist egal. Das kriegen wir so hin. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, Mann, bin ich gut. Ich bin's gut unterwegs. Ja, sei mal leise. Ah, bin ich bescheuert. Ey, oh. Mann, was ist denn das? Das hat schon bei Lilly angefangen, Alter. Ganz in Ruhe. Tief durchatmen. Okay.
Oh, ich hab mir sehen, dorthin. Er rennt. Ach nee, das ist doch hier. Wie heißt er? Jingling? Die Asiatin. Ja, Alter, willst du mich verarschen? Jetzt hör aber auf, Alter! Boah. Oh oh, was ist das denn? Ja, hau ab, du! Ihr habt keine Lust auf dich, du Affe, du! Ey, rennt er mir jetzt echt hinterher? Ja, leck mich. Boah, Sackle! Du Anusgeige! Ja, erstmal kurz im Schrank verschwinden. Erstmal kurz die... Oh. Gut, dass der Schrank völlig verbleit ist und man diese Elektroschocks nicht abbekommt. Hätten die damals mal bei Fallout 4 verbauen sollen. Danke. Darf ich weitermachen? So, können wir jetzt... Dass dieses Reparieren immer so lange dauert, ne? Das ist echt zum Kopf. Dabei hat die Frau schon kleine Finger. Die müsste eigentlich überall rankommen. Ah, pass auf hier, ich hol gleich JP Performance, der macht ja den in 5 Sekunden klar. Mann, ah, ich hasse es. Mann, Alter, dass die überall woanders sind. Immer woanders sind, meine ich. Komm, komm. Die letzten 5 cm sind immer die schwierigsten. Also wenn nicht deine Freundin zu dir sagt, dann hast du echt verkackt. Lol. Was ist das denn? Ach, guck mal hier. Das ist der Jingling. Ey, geile Frisur. Ja, sorry, das war mein Fehler. Ich war so abgelenkt vor deinem Dutt. Bist du Bibliothekarin? Ich hätte gerne ein Harry Potter Buch. Band 8. Hast du deine Tage, sag mal? Du blutest. Schatz, du blutest. Ist deine Fluchtblase geplatzt? Schatz. Rede mit mir. So, darf ich dich heilen? Warte mal, halt. Also wäre jetzt ein Kerl, könnte man denken, die bläst mir eh. Ja, geil, bitte. Man kann auch mal Danke sagen, du Arschloch. Oh fuck. Erstmal kurz verstecken. Und ich werde nebenbei noch ein alkoholisches Getränk zu mir nehmen. So. Boah, die wurde aufgespießt. Alter Schwede. Hey, na? Hi. Wo wollt ihr hin? Da ist die falsche Richtung, Mensch.
So, meine Damen und Herren. Hier zeige ich Ihnen die 13 beliebtesten Pumpgun-Touren. Obwohl, ne, da passt ja eher zu Battlefield. Ich hoffe, der Doktor ist kein Camper. Oh, da ist er. Alter, wie schnell die ist. Oh, oh fuck. Okay. Komm ab. So. Dann machen wir mal den nächsten Generator. Ne? Oh, Sacre. Wir brauchen noch zwei Generatoren, das kriegen wir hin. Bei der Macht von Grayskull. Was? Hat er mich gesehen? Nee. Oh Mann. Gut. Hi. Thomas, ich bin's. Hallo, ich bin Thomas. Ich bin 14 Jahre. Und ich spiele ein Spiel. Ja, gut, freilich. Jetzt zeigen wir mal, was wir können, gell? Ah, okay, der ist dort hinten. Der jagt wahrscheinlich die anderen. Dann können wir einen anderen Generator machen. Also auf, so zu greifen. Ertraget wie ein Mann. Oh. Ja, jetzt haben wir ja noch Zeit. Schade, nur zwei Zylinder. Oh fuck. Die erste hängt schon und der ist auch schon am Stöhnen. Kacke. This is very sick. Oh ja, yeah, jetzt fängt er an. Ah, okay, die wurde gerettet. Und die Tore sind mit Energie. Scotty, beam mich weg. Ah, jetzt muss man nur noch heile dorthin kommen. Zu den Öffnungstoren. Gucken wir mal. So, und heute ist Dienstag, meine Damen und Herren. Dienstag um wie spät haben wir? Es ist genau 22.51 Uhr. Und ich bin hellwach. Ich hatte schon 5 Liter Kaffee in Tus. So, die sind alle beim Ausgang wahrscheinlich, ne? Und der Einzige, der noch keine Hirnwäsche hat, bin ich. Tja, was soll ich sagen? Psychopathen kann man leider nicht so leicht um den Finger wickeln. Um den Finger wickeln. Oh, der Ausgang! Los, Megan! Mac Thomas! Nimm den Ausgang! Ha!
So, wollen wir noch die anderen helfen? Oder lassen wir das? Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die eventuell noch helfen können. Ich meine, wir können ja gefistet werden. Oh ne. Das war ganz schön gewagt. Oh yeah. Oh yeah, er hebt den anderen hoch. Ja. Mach mal. Los, der Ausgang! Lauf, Schlampe, los! Lass den anderen hängen! Okay, wir sind raus. Das läuft doch. Ja, schön. Haben wir wieder 17.000 Punkte gemacht. Also, so viel Geld würde ich auch gerne mal in 10 Minuten verdienen. Ne? So 17.000. Boah, da würde ich mir einen schönen Astra holen. Ein wunderschönen Astra LPC. Der liegt zwar nicht bei 17.000, aber auf jeden Fall hätte ich da schon von die meiste Scheiße an die Zeit. So, Jake Park. Eine Glühbirne. Hier geht sicherlich das Licht aus. Glühbirne plus. Oh, Level 5. Kernslots. Yay. Oh, wir haben hier noch nichts. Nicht ausgerüstet. Eiserne Wille. Ein Union-Fan. Du kannst dich konzentrieren und verfällst in einen meditationsähnlichen Zustand. Um den Schmerz etwas zu betäuben, Schmerzlaute, hervorgerufen durch Verletzungen, werden verringert um 50% während des Ruhebleibens. Ruhigbleibens. Niemand wird zurückgelassen. Es ist unvorstellbar, niemanden zurückzulassen. Sobald die Ausgangsrohre mit Energie versorgt sind, erhältst du 50% mehr Blutpunkte für Aktionen in der Selbstlosigkeitskategorie und schaffst... Diese 5% schneller. Seelenruhe. Tiere scheinen dir zu vertrauen. Da sie bei einer Anwesenheit oft ruhig bleiben, reduziert die Chance, Waldkreaturen aufzuschrecken um 80%. Durch deine Seelenruhe überwindest du das Bedürfnis, wegen Wahnsinn, Benebelung oder Verletzung zu schreien. Klingt eigentlich gut. Kann man machen. So. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ich muss jetzt noch ein paar Runden Naruto aufnehmen. Ja, also haut rein. Bis dann. Tschüss.